Es gibt tausende von Unternehmen, in denen die rechte Hand nicht weiß, was die linke tut. Und tagtäglich die Führungskräfte bzw. der Unternehmer selber mit Feuerlöscheinsätzen alles wieder irgendwie hinbiegen müssen. Es gibt aber auch die Unternehmen, die ihre Kunden perfekt bedienen, in denen es ruhig zugeht, deren Prozesse ohne Störungen funktionieren und der Gewinn wirklich bemerkenswert ist. Was ist das Geheimnis dieser Unternehmen und wie schaffen sie das auch? Das lüften wir in diesem Video. Ich grüße Sie. Mein Name ist Axel Schröder und ich beschäftige mich seit rund 25 Jahren mit der Optimierung von Unternehmen. Manche Unternehmen scheinen wirklich reibungslos zu funktionieren. Die Mitarbeiter sind zufrieden, es gibt wenig Fehler und Störungen und der Gewinn stimmt auch noch. Also wie geht das? Wie kommt man dahin? Wie schafft man das, sein Unternehmen so zu organisieren, dass es rund läuft? Und um das Video jetzt ein bisschen interaktiver zu gestalten, habe ich mir dieses Mal was ausgedacht. Prüfen Sie doch mal selbst zu jedem Punkt, den wir in diesem Video jetzt ansprechen, wie das in Ihrem Unternehmen ist. Damit haben Sie am Ende des Videos eine fundierte Selbsteinschätzung und Sie können sich dieses Video auch dann mit anderen Managementkollegen teilen und können gemeinsam über die Punkte diskutieren und erste Themen festlegen, an denen Sie arbeiten wollen. Und warum ist es wichtig, dass diese Einschätzung auch anderen zu zeigen und darüber zu reden? Weil die eigene Einschätzung ganz stark von der Einschätzung von anderen Personen in Ihrem Unternehmen abweichen kann. Und daraus entstehen dann eigentlich ganz wertvolle Gespräche, warum die gleiche Frage oder das gleiche Thema so unterschiedlich gesehen werden. Es kann sein, dass zum Beispiel der Unternehmer, ein Geschäftsführer, ein bestimmtes Thema ganz, ganz anders sieht als zum Beispiel ein Mitarbeiter. Und damit diese Selbsteinschätzung in diesem Video auch ganz einfach ist, nutzen Sie bitte nur 4 Kategorien zur Bewertung. A, nahezu perfekt. Das ist bei uns alles umgesetzt. Es ist nahezu perfekt. Super. B, es ist ausreichend gut. Ist nicht ganz perfekt, aber für unsere Zwecke völlig ausreichend. C, naja, das ist ein Punkt, den sollten wir mal verbessern. Es ist zwar schon was da, auf dem wir aufbauen könnten, aber es müsste besser werden. Und D, es ist nicht vorhanden und dieses Thema oder dieses Problem sollte wirklich dringend gelöst werden. Notieren Sie sich also dazu einfach die Nummer des Themas und den jeweiligen Buchstaben, also zum Beispiel 1b oder 3a oder 4d. Und damit geht es auch schon los. Das erste Thema, Thema 1, das Fundament Ihres Unternehmens. Wie jedes Bauwerk braucht auch Ihr Unternehmen ein starkes Fundament. Und dieses Fundament ist Ihr unternehmerisches Leitbild, bestehend aus den 3 Elementen Mission, also warum gibt es das Unternehmen, Vision, wie sollte die Zukunft sein, wenn wir wirklich erfolgreich sind, und die Werte, also wie wollen wir uns verhalten im Hinblick auf Kunden oder Mitarbeiter, Gesellschaft oder Umwelt. Und auf diesem Fundament baut Ihr Unternehmen auf, daran richten sich auch die langfristigen Ziele aus. Und wenn man diese langfristigen Ziele dann in kleinere Pakete runterbricht, letztendlich auch die kurzfristigen Ziele. Und damit Sie selber besser einschätzen können, wie solide Ihr Unternehmen auf dieses Fundament gebaut ist, wären also zum Beispiel geeignete Fragen, gibt es diese Elemente bei uns eigentlich? Gibt es eine Mission und gibt es eine Vision? Sind diese Elemente auch für jeden Mitarbeiter leicht zu finden oder sind die nur vielleicht irgendwo in der Schublade hier vom Chef? Und würde mir vielleicht jeder Mitarbeiter, den ich danach frage, wenn ich durch meinen Betrieb laufe, mir die Mission und die Vision des Unternehmens auch erklären können? Also egal, ob es diese Person jetzt eine Führungskraft ist, zum Beispiel ein Vorarbeiter oder jemand, der eine Produktionslinie verantwortet oder eben jemand, der auch einfach nur Hilfsdienste ausführt, kann auch der mir erklären, wozu das Unternehmen da ist und wie die Zukunft sein sollte und wie sein Teil dazu beiträgt, damit es wirklich rund läuft. Sind die Mission und die Vision einzigartig auf das Unternehmen zugeschnitten? Oder sind die Mission und die Vision im Kern wirklich austauschbar mit so vielen anderen Unternehmen? Also zum Beispiel sowas wie, wir bieten die beste Qualität oder wir wollen Marktführer werden oder sowas in die Richtung. Entscheiden Sie also einfach, dass Thema 1 nahezu perfekt bei Ihnen umgesetzt ist, ob es ausreichend gut ist, ob es C verbessert werden muss oder D, ob es einfach nicht vorhanden ist, dass man daran wirklich arbeiten müsste. Und wenn Sie sich Ideen oder eine Anleitung für eine gute Mission oder Vision ansehen möchten, wir haben dazu detaillierte Videos erstellt. Da können Sie nochmal reinschauen, da können Sie dieses Thema auch nochmal vertiefen oder auffrischen. Da haben wir wirklich das relativ gut aufgearbeitet. Das zweite Thema, die Bodenplatte von Ihrem Unternehmenshaus. Das zweite wichtige Thema, also gleichsam wie eine Bodenplatte, ist das Geschäftsmodell Ihres Unternehmens. Also mit was verdienen Sie eigentlich Ihr Geld? Tauschen Sie Zeit gegen Geld, indem Sie ein Stundenhonorar abrechnen, wie zum Beispiel die üblichen Berater, Steuerberater, Rechtsanwälte, Unternehmensberater? Oder tauschen Sie eine Handelsware gegen Geld, also das klassische Ladengeschäft? Oder produzieren Sie vielleicht etwas, was Sie an den Kunden verkaufen?
also der vielgerühmte deutsche Maschinenbau? Oder betreiben Sie eine Plattform, wo Sie gar nichts mehr groß verkaufen, keine physischen Produkte sind, in der Sie einfach nur Anbieter und Abnehmer zusammenbringen? Das bekannte Beispiel zum Beispiel könnte Airbnb sein. Oder geben Sie eine Ware sehr günstig ab und verdienen danach Ihr Geld mit dem Folgegeschäft oder dem Service, zum Beispiel bei dem Thema Drucker und Druckerpatronen oder Rasier und Klingen. Das ist auch so ein Klassiker immer. Welche Kunden bedienen Sie eigentlich? Bedienen Sie Endverbraucher? Bedienen Sie Gewerbekunden? Vielleicht sogar die öffentliche Hand? Was brauchen Sie dazu für Ihr Geschäftsmodell? Also, brauchen Sie Fabriken? Brauchen Sie Produktionslinien? Brauchen Sie den Werkstand? Brauchen Sie vielleicht nur Datenbanken und irgendwelche Server oder sowas in einem Rechenzentrum? Brauchen Sie vielleicht eine gute Lage in einer Fußgängerzone? Das sind also all diese Fragen, werden in einem Geschäftsmodell geklärt. Und die bekannteste Vorlage, um das herauszufinden, ist sicherlich die Business Model Canva von Alexander Osterwalder. Einen Link mit vielen ergänzenden Infos zur Business Model Canva finden Sie auch in der Videobeschreibung. Da haben wir das nochmal aufgegriffen. Gucken Sie nochmal rein, da haben wir ganz viele Ergänzungsmaterialien auch. Aber nun zur Selbsteinschätzung. Ist das Geschäftsmodell bei Ihnen wirklich durchdacht und aufgeschrieben und vielleicht auch alle 5, 8 Jahre mal wirklich einer Prüfung unterzogen worden? Oder ist es einfach nur da und historisch gewachsen? Könnte das vielleicht auch der Grund sein für die Bedrohung durch neue Anbieter und Geschäftsformen? Zum Beispiel Onlinehandel gegen stationären Handel oder Mobilitätsplattformen gegen klassische Linienbusse oder Datingplattformen gegen die klassische Zeitungsanzeige, er sucht sie. Bewerten Sie also selbst das Thema 2 Geschäftsmodelle mit A nahezu perfekt umgesetzt bei uns, haben wir alles da, kann man sich auch immer anschauen, wird auch regelmäßig nochmal eine Überprüfung unterzogen oder B ausreichend gut, naja, es ist zwar was da, aber wir sollten das vielleicht nochmal öfter mal anpassen oder sowas. Oder C, es muss verbessert werden. Oder D, es ist gar nicht vorhanden und das Thema muss wirklich mal angegangen werden. Drittes Thema. Wie gut sind Ihre Abläufe organisiert? Stichwort Prozessmanagement. Im Erdgeschoss eines Hauses spielt sich ganz oft das Leben ab. Hier sind die Küche und das Wohnzimmer. Hier wird gelebt, geliebt und gestritten. Vergleichbar mit einem Erdgeschoss in einem Haus, können wir es übertragen auf ein Unternehmen, sind die Prozesse und Abläufe. Das sind quasi das Erdgeschoss eines Unternehmens. Denn hier bei den Prozessen entweder wird Wertschöpfung betrieben oder Geld verbrannt. Je nachdem, wie gut diese Abläufe wirklich organisiert sind. Gibt es in Ihrem Unternehmen ein systematisches Prozessmanagement? Haben alle Mitarbeiter darauf Zugriff? Sind Ihre Prozesse fest mit Ihrem Fundament und damit mit Ihrer Bodenplatte verankert? Sprich, mit Ihrem Unternehmensleitbild und einem Geschäftsmodell ausgerichtet? Oder arbeitet man eben so vor sich hin und diese Zielausrichtung, dieses Fokussieren wie in einem Brennglas ist eben nicht wirklich gegeben? Analysiert mal regelmäßig, wie man besser zusammenarbeiten kann und wie die Abläufe leichter und einfacher gestaltet werden können. Sucht man nach dem wahren Ursache für fehlerhafte Prozessergebnisse oder sind Frau Meier und Herr Schmidt grundsätzlich und immer dran schuld? Das Thema Prozessmanagement also systematisch betrieben, ehrlich umgesetzt und vor allem vorgelebt, vom Vorstand bis zur Hilfskraft, sind nach meiner Erfahrung aus den letzten 25 Jahren wirklich der größte Hebel, um erfolgreich sein zu Unternehmen zu organisieren und damit auch Ruhe reinzubekommen. Dass eben diese Feuerlöscheinsätze und diese bösen Überraschungen einfach nicht mehr auftreten, weil jeder weiß, was zu tun ist, selbst wenn jetzt eben etwas Unvorhergesehenes passiert. Ein Termin fällt aus, es muss umgeplant werden. Aber dadurch, dass dieser Umplanungsprozess wirklich organisiert ist, ist es kein großes Thema. Und weil das Thema wirklich so enorm wichtig ist, finden Sie auf dem Kanal ganz, ganz viele Videos zu allen Aspekten des Prozessmanagements. Fangen Sie doch gleich mal an mit dem Video zum Prozessdenken. Es lohnt sich wirklich und wenn Sie unseren Kanal abonnieren, dann verpassen Sie auch keins von diesen Videos, von dem wir jede Woche mindestens eins veröffentlichen. Wir haben noch ganz viel in der Pipeline, deswegen Kanal abonnieren und Glöckchen klicken, das lohnt sich. Fangen wir doch nur mal uns selbst. Haben wir dokumentierte Abläufe und Prozesslandkarten? Nutzen wir diese für die kontinuierliche Verbesserung oder sind sie nur abgeheftet fürs nächste ISO-Audit? Sprich, man hat mal was aufgemalt und dann kommt irgendwann wieder der Auditor, muss man schnell rausziehen, vielleicht noch ein bisschen anpassen, weil sie veraltet worden sind im Laufe der Zeit. Und dann kommt das nächste ISO-Audit und dann verschwinden sie wieder in der Schublade. Haben wir eigentlich Ziele für unsere Prozesse definiert? Und messen wir systematisch die Prozessleistung und arbeiten wir dran, wenn es Abweichungen gibt? Schätzen Sie doch mal das Thema 3, also Ihr Prozessmanagement ein anhand dieser Fragen. Haben Sie es nahezu perfekt umgesetzt?
ist es ausreichend gut? Muss noch was getan werden oder fangen Sie vielleicht gerade erst an, sprich es ist noch nicht mehr vorhanden? Viertes Thema für die Selbstbewertung und was ganz wichtig ist, um Ihr Unternehmen zu organisieren, ist das Thema Unternehmenskultur. Das ist wie das Dach eines Unternehmenshauses. Wie steht es denn um Ihre Unternehmenskultur? Sind Sie der Ansicht, dass Fehler eine Chance zum Lernen und Verbessern sind? Oder dass ein Mitarbeiter wieder mal nicht aufgepasst und schusselig war? Das sind ganz zwei unterschiedliche Arten, wie man mit Fehlern umgehen kann. Welchen Führungsstil sehen Sie eigentlich als den richtigen? Der Herr Direktor weist an oder wir gemeinsam, Führungskraft und Mannschaft, erreichen und gemeinsam unser Ziel? Haben wir Freude an dem, was wir tagtäglich tun im Unternehmen? Haben wir Spaß an der Arbeit oder brauchen wir tatsächlich nur das Geld, das Gehalt am Ende des Monats, um zu überleben? Und wenn jemand anders mehr Geld bezahlen würde, sind wir dann vielleicht weg? Wenn die Unternehmenskultur nicht stimmt, dann regnet es in Ihr schönes Unternehmenshaus rein. Das ist wie Löcher im Dach. Und Sie bekommen unweigerlich Schäden und Risse. Und irgendwann sind die Schäden am Unternehmen so groß, dass ein Abriss vermutlich wirtschaftlicher ist als eine Sanierung. Deswegen bewerten Sie doch mal das Thema Unternehmenskultur eben genauso mit A, nahezu perfekt, B, ausreichend gut, C, das sollte verbessert werden oder D, es ist eben nicht vorhanden. Wie sieht es Ihre Bilanz aus? Jetzt haben wir vier große Themenfelder besprochen, die wirklich wichtig sind, um ein Unternehmen gut zu organisieren, damit Ruhe ins Unternehmen reinkommt und Sie gut arbeiten können. Also wie sieht Ihre Bilanz aus? Sicher sind Sie in manchen Punkten super aufgestellt und in manchen Punkten ist Verbesserungsbedarf. Schreiben Sie doch mal Ihre Meinung in die Kommentare. Das würde mich sehr interessieren, wie Sie das so empfunden haben. Vielleicht auch die Art und Weise von diesem Video mit ein bisschen Interaktion und dieser Selbstbewertung. Wir sind nämlich sehr gespannt auf Ihr Feedback und wenn das gut ankam, würden wir mehr Videos von dieser Art und Weise machen. Und ansonsten, wie gesagt, schreiben Sie rein in die Kommentare. Und wir sehen uns im nächsten Video. Herzlichst, Ihr Axel Schröder.